Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Ja, hier in der Dreadnought in Akt 4 Ende. Ja, mit unserem schönen neuen Bild, also unserem laut einem Guide, ja, einen Guide nachgebaut natürlich. So. Durchchargen. Jo, war wieder ein anstrengender Tag. Ich habe halt immer gerne ein bisschen mehr zu tun. Und ich freue mich riesig, wieder aufs Weiterzocken können. Jo, als Videoersteller muss der natürlich auch ein bisschen aktiver sein, damit die Zuschauer auch ein bisschen aktiv bleiben können, ein bisschen mehr Lust haben. Zu viel ist natürlich auch nicht so gut. Aber ja, ich kann euch natürlich alles auch zurecht machen, wenn ihr auch Kommentare schreibt oder auf Discord ein bisschen aktiv seid, in-game, mich vielleicht auch mal etwas fragt oder so. Ich bin eigentlich ziemlich oft im Chat, im deutschen Chat dabei, erkläre auch viele Sachen und ja, bin aber nicht immer am Spielen. Also ich bin öfters am Spielen, auch am Morgen oder am Nachmittag oder so. Und ja, wenn man Aufnahmen natürlich auch. Aber da schreibe ich nicht. Vielleicht kurz etwas beantworten oder Hallo sagen. Klar. Aber jetzt nicht so mega. Das erklären natürlich. Ist ja auch nicht zum Zuschauen, oder? Also bin selber nicht gerade so interessant. Dann, wenn ich würde chatten. In einem Livestream könnte ich es vielleicht machen, klar. Ja. So, mit unserem guten Bild habe ich so das Gefühl, er ist noch nicht so stark. So Gegner, einzelne Gegner sind gut. Aber es dauert mir noch manchmal ein bisschen zu viel, zu lange. Wir brauchen also noch ein bisschen Attack Speed, ein bisschen Abklingzeit, Zögerung, eine Reduzierung. Nicht genau die. Oder hier. Da rein in die Nova. So, ja, längere Nova, die so ein bisschen zu viel dort macht, dann ist nicht so gesund. Geht ein bisschen aufs Fleisch oder auf die Nieren. So, jetzt sind wir hier beim Boss. Mal schauen, wie lange der braucht. Geht hier oben verbrennen. Der Brandschaden, ich habe glaube ich noch nie so hohen Brandschaden gehabt. Können haben. So, und die Wellen gehen ja auch wunderbar. So, jetzt muss ich noch kurz schauen, damit ich weiter planen kann. Okay, da oben ist noch 5. Ist auch. Also 5 und 8. Und hier noch fertig. Ja, das Umskillen stört mich ein bisschen. Da muss man halt einfach in eine Position gehen, wo ich nicht, ja, nicht so oft gehe. In den verschiedenen großen Lagern ist immer diese Toten, diese, ja, eigentlich Gehirn. Skill Trainer. So, Harten, du hast ein bisschen mehr Leben, ich weiß. Dots gehen halt bei ja, längeren, stärkeren Ding nicht ganz so gut anfangs. Also später werden wir wahrscheinlich genug Schaden machen können. Da gibt es mehrere Nods, die einfach erst spät kommen beim Runenmeister. Der hat am Anfang eher so Warden-Nods oder Nods, wo ihm einfach ein bisschen LP geben, Lebenspunkte. Und dadurch ist er nicht so stark wie andere. Also ich habe ja am Anfang, also ab dem 9. September ist ja der kürzliche große Patch gekommen, oder der sie. Dort ist ja der Runenmeister rausgekommen und ich habe ihn ja direkt angefangen, direkt ein bisschen gespielt. Bin aber irgendwann ein bisschen pausieren gewesen, habe lieber einen tollen anderen Bild gezeigt, wo wir wirklich vorwärts gekommen sind. Also er ist wirklich ein bisschen langsam, sonst gefällt mir die Klasse eigentlich. Diese eine Explosion, ich kann immer kurz schauen, Glyph der Herrschaft, ist mir einfach zu spät dann wirklich da. Genau dann, wenn man sie eigentlich nicht mehr so braucht, beziehungsweise einfach nicht nutzen will mehr. Wenn man irgendwas anderes Großes geskillt hat oder so.
Aber es geht ja schnell wieder zum Leveln. Man kann es schon nehmen, muss es aber auch. Ja, gerne haben. Also es ist hier mit diesem Flammensturm natürlich noch castbar, wenn man es geht. Aber ja, ihr kennt es wahrscheinlich vielleicht von euch selber. Man spielt nicht so gerne ab den Zeiten wie jetzt. Es ist einfach, man muss immer ein bisschen wächer sein. Ein bisschen wacher. So. Ja, ich habe vorher wieder ein bisschen geredet. Ich habe wieder ein bisschen Asthma durch das Rauchen, der Rauch von den anderen. Die Zigaretten rauchen. Meine Stimme ist gar nicht so gut leider. Aber die können nicht aufhören, die sind so süchtig. Und da muss er eben noch Zeit finden. Als Profisportler, oder? Ist das schon schwer. Morgen schön Fußballspiel, oder? Und am Sonntag auch nochmals. Ich weiß ja nicht. Gut, muss ich nicht mitspielen, aber. Ist mir ein bisschen anstrengend, oder? Zweimal hintereinander einfach Fußball schauen. Eben natürlich Landkreisliga. Muss ich zuerst auch mal wissen, wie es im Deutschen heißt. In der Schweiz heißt es halt einfach Regionalliga. Und in Deutschland ist so eine Region halt ein Kreis. In Österreich ist auch irgendwas anders. Weiß ich das noch? Ja, keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal sagen, wenn ihr aus Österreich kommt oder in der Nähe. So, was wollen wir denn skillen? Ich muss irgendwo hier rechts, links gehen, aber lieber schauen. Der Bild ist ein bisschen kompliziert. Oben links war es, genau. Ist das noch Schaden? Damage taken. Aber nur während dem Effekt. 3 von 4. Ah, hier 3. Ach, das Feuerball. Okay. Lol. Einen. Da rechts rüber. Also das ist Feuerwehrbedingt für Flammenschuss 5. Das ist einfach ein Flammenstoß. Der macht auch, ja, okay, noch nennen wir den. Und hier noch einen, aber dafür Mana kosten. Durchstoßen, ja. Ist aber nur einer von 4. Cast Speed einer. Okay. Sehr unübersichtlich irgendwie. Ja, das ist einfach, weil natürlich die Skilltrees auch immer anders aussehen. Da muss man sich ein bisschen eingewöhnen, wie denn das ist. Haben wir eigentlich, genau, wir haben noch den Unique. Ah, jetzt hat es gar nicht mehr getroffen. So, also weiter gehen. Machen wir hier fertig, LP ist schon wichtig. Hier haben wir noch 5. Ja, geht doch nicht so gut. Ich glaube, der muss noch fertig. Ah, nein. Das ist jetzt nervig. Jetzt habe ich hier einen Punkt zu viel, ja. Ist wirklich nur noch der zum Skillen? Ja, okay. Muss ich noch wieder umskillen. Aber ja, lieber einfach noch ein bisschen andere reintun und dann wieder umskillen. Das wäre nicht toll. So. Hey. Welle gehen gar nicht so gut. Zum Schaden machen. Das ist ein bisschen überwacht. Ich wette, die ändern es dann irgendwann mal in einem nächsten Patch. Übrigens, 1.0 kommt am 21. Februar. Und dann kommt der Falconier und der Warlock raus.
Ich freue mich riesig auf beide Charakterklassen. Es wird, glaube ich, so ungefähr am 4. Januar schon mal diese zwei Fraktionen geben zum Handeln und Abenteuer machen. Und ja, so gegen Ende Januar und Anfangs Februar kommen dann die Spoiler, also die ja, Informationen einfach zu den zwei Charakterklassen, die kommen. Also wird der, die letzte Charakterklasse. Runenbinder, kann das sein? Ja, ist ja das. Runenmeister, ist der da? Irgendwas mit Binder oder so. Noch geben. Oder kommt vorher raus. Kann auch sein. Aber es fehlen ja noch drei Charakterklassen. Also kommt eine Charakterklasse wirklich nach dem Hauptspiel raus, also das Hauptspiel wirklich in der 1.0 ist. In der sozusagen fertigen Version. Wird sicher nicht fertig sein. Gemäß ist doch. Spiele werden heutzutage nicht mehr fertig gemacht, bevor sie veröffentlicht werden. Ist schade. Also jetzt einfach mal kurz sozusagen, sind viele Spiele wirklich noch nicht fertig, die überhaupt sehr viele Patches so gehabt haben und schon lange als Hauptspiel, also als Hauptversion gelten. Aber ja, sind halt die Entwickler, nicht die Spieler, die es besser machen können. Es tun sich halt viele, auch viel zu viele Sachen überlegen und werden einfach nie fertig. Die Spiele sind sozusagen zu groß, zu aufwendig, um fertigzustellen. Ist halt einfach Last Tap auch immer noch der Fall, dass es überhaupt noch abstürzt, dass es halt noch ein paar ja, Bewegungsprobleme gibt oder Geschosse. Hier muss ich jetzt auch noch dann schauen. Wahrscheinlich hier noch rein. Das gehen. Also mache ich das gleich mal kurz. Hoch noch eins, drei noch rüber. Der ist auf 1 von 3. Okay, ich habe gar nicht mehr so viel zu skillen. Hä, was sind denn die restlichen Punkte? Ja, da 2, da einen. Da, wie viel? 3, 1, 1. Ja, 1, 4, 2, 6, 7. 7 Punkte noch, stimmt das? Ja, okay. Richtig, kompliziert, aber ja, der Bild, der ist nicht einfach so machbar, da der wahrscheinlich gute Hilfe auch bekommt, der Guide-Ersteller und alles mögliche. Man muss ja alles richtig irgendwie ausbalancieren im Endgame, auch schauen, was macht am meisten Schaden, was verteidigt am besten und so. Und eines ist ja diese Rüstung zu tragen, dass wir einfach nur 20% Leben haben, ständig. Es geht schon auch nach oben. Ja, es geht manchmal wieder nach oben. Hier ist halt immer Leben. Also immer 20% Leben. Aber immerhin stirbt man nicht. Also das Leben geht nicht unter Null durch dieses Rüstung. Das ist auch gut. Gut so, hä? Ah. Also ich drücke einmal und er schießt sich einfach zweimal irgendwie nach vorne. Gar nichts gebracht. Ich bin noch ein bisschen am Ausprobieren, wie es am besten funktioniert mit diesem Flammenexplosion. Hier so drüben. So, jetzt brauche ich wieder Runen, deshalb setze ich Feuerball ein. Ich muss eigentlich gar nicht ausweichen. Gar nicht. So viel Wort, den ich auch immer wieder bekomme. Ich kann hier drinnen bleiben. Dieser Kreisel, der macht ja wahrscheinlich Frostbite-Schaden. Oder ist einfach sonst irgendwie die Eisresistenz weg. Aber wir machen auch sehr viel Resistenz weg vom Gegner. Wir tun auch dann Flammenschild, Flammenaura verwenden. Jetzt gerade
Wieder Anfängersachen. Jo, weil ich meistens auch aktiv spiele, tue ich jetzt nicht alle Fragen beantworten. So ganz normale Anfängerfragen kann jeder andere auch eigentlich gut beantworten. Zwischendurch können wir auch witzige Sachen reden. Jo. So, der rechte Baum vom Runenmeister ist ziemlich cool. Tust du einfach je nach dem Element und der Rune, die du hast, hat ein bisschen Penetration, also Durchbohrung machen, aber du kannst die Elemente ein bisschen durchbrechen, kommst einfach einen Damage Buff über und ja, ist dann auch noch zum Beispiel eine Intelligenz oder so. Also es ist jetzt nicht sehr speziell, wie zum Beispiel ein Paladin oder so. Aber doch interessant. So, während das ladet, muss ich da noch kurz schauen, was das alles war. Also eines ist zum Beispiel Cooldown, Intelligenz zum Beispiel, also müssen wir Intelligenz haben. Dann haben wir Elemental Penetration, wir haben Fire Resistance, also Fire Penetration, Spell Damage, Armor per Fire, per Schock, Runewort, wir haben Leben, Lebensregeneration und wir haben Schaden an ja, Firebranded Enemies. Das ist alles, macht es wirklich dann viel stärker. Und wir haben ja eben noch diesen einen Skill hier, Glyphe der Herrschaft. Ich weiß nicht, was das mit Herrschaft zu tun hat. Eher als Sklaverei. Voller Sklaven. Ich bin ein Sklave. Ist jetzt gar nicht mal so lustig hier, ein bisschen brutal, aber es ist ja. Muss ja nicht alles wort- und wörtlich nennen. Nehmen. Aber, ja, so NPC-Feinde, die kann man schon ein bisschen schön abholzen. Wie? Auto-Target. Ja, ich sollte mich noch ein bisschen mehr auf die Feuerbälle schießen, konzentrieren. Ja, denn die Abklingzeit ist doch ein bisschen lange noch. Genau, eben dieses Spreading Fire, verbreitendes Fire auf Deutsch, tut halt schon ziemlich Damage machen. Ja, und diese Sparkles, die wir gesehen haben, Sea of Sparkles, Sea of Thundering, wie gesagt, das ist natürlich auch so der wirkliche Killer vom Bild. Hello. So, also eben noch nicht optimal stark, natürlich, wir haben einen Dot-Bait, wir haben noch ja, wenig Spell-Nots oder so genommen. Dafür sind wir fast unbesiegbar, die Gegner haben wirklich Probleme mehr, überhaupt diesen Schaden zuzufügen. Der Ward wird immer wieder aufgefüllt, also das ist wirklich für uns sehr bequem. Und ich freue mich nur aufs Weiterspielen, das ist so unglaublich Spaß. Jo, die brauchten jetzt ein bisschen länger, weil ich natürlich sehr viele Gegner hatte. Ist natürlich das mit dem Runen oben nicht so schnell wieder aufgeladen. Aber trotzdem, wirklich noch schnell. Also eben da noch ein Punkt rein und da oben. Ich weiß nie, was unten. Ja, es ist wirklich. Ich muss gar nicht nachschauen, ich weiß es eigentlich, aber ich bin nie sicher genug. Also einfach ein bisschen vergeben, dass ich halt manchmal nachschlagen muss. Umskillen ist dann halt auch wieder schwer zwischen den Parts. Ja, Blitz. Angriffsgeschwindigkeit mit Blitz, das brauche ich jetzt momentan wirklich nicht. Das nehme ich sonst mal mit, wenn ich es noch brauche. Was machst du, Gil?
Also da müssen sie noch mal drüber. Das Spiel denkt sich manchmal, ja, okay, sind keine Gegner in der Nähe, dabei sind Gegner in der Nähe. Ah, da muss ich sowieso vorne reden. So. Also der Bild, der macht mir richtig Spaß, ist aber manchmal einfach noch nicht so gut spielbar. Also diese Abklingzeiten sind noch ein bisschen zu hoch. Diese Dauer zwischen den Flammen, Stöhnen ist auch ein bisschen zu langsam manchmal, aber es macht Spaß. Also ganz spielflüssig ist es nicht, aber dann macht es Spaß. Das ist ja richtig, oder? Das ist eine übertriebene Geschwindigkeit wie ein Festwechsel, aber nicht. Das hat man auch nicht immer, weil die Gegner der auch immer stark sind. Wie auch in diesem Game sind die Gegner schon ein bisschen eine Herausforderung. So, was muss ich jetzt skillen? Das haben wir noch nicht. Flammenschutz müssen wir nicht skillen. Wir müssen jetzt wirklich warten. Ich brauche diese Glyphe der Herrschaft. Und sonst ist nichts mehr. Es ist doch Flammenschutz. Nach oben. Okay. Wie kann ich den Flammenschutz... Ah, der wird wahrscheinlich durch diesen hier. Wo ist es? Ja, es ist dann bei Glyphe der Herrschaft. Okay. Also gehen wir schön hier nach oben. Abklingzeit brauche ich eigentlich nicht. Flammenschutz wirkt, wenn betäubt. Das ist ziemlich gut. Hier lieber. Ah, nochmals eine Aufladung. Nicht Gebühren, eine Aufladung, lieber Übersetzer. Genau. So, jetzt sind wir aber auch bald da oben. Sehr schön. Nicht treffen, gell? Das ist auch ziemlich schön. Ja. Cooler Ofen. Schmelzofen. Schmelzofen der unnötigen Hitze. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr so den Bild findet, was ihr noch natürlich vielleicht mir noch ein bisschen sagen könntet. Also, ich schaue immer, dass die Gegner getroffen werden. Aber ihr seht, es ist verzögert und manchmal ist man einfach zu weit oder zu wenig weit. Man kann nicht so viel machen, aber jo, ich brauche natürlich mehr Elementar. Nein, einfach allgemeine Resistenzen, genau. Elementar habe ich durch einen passiven Not doch auch noch ein bisschen. Ich habe eher das Gefühl, so physisch macht noch mehr Schaden. Ja. Feuerball. Ja. Ich brauche bei Feuerball gar nicht. Ich hole mir keinen. Zu viel lagern ist nicht gut. Ja, jetzt ist momentan ein bisschen. Ja. Keine Ahnung, wieso manchmal das so langsam wird. So, ich muss einfach noch ein bisschen warten können. Ja, sehr gut. Ich die Skill einsetzen. Durch diese Runenaugen dran. Genau, das ist ein schwerer Angriff, dann ein bisschen ausweichen. Oh, die sind nicht zäh, also die Gegner werden zäh, aber ich werde nicht stören. Zähne zusammenbeißen, durchcrashen. Diesen einen Zauberstab für Feuerbälle habe ich leider auch noch nicht. Vielleicht nachher noch dieses eine. Ist jetzt nicht diese Feld, das ist das große. Das andere. Nebenhand Zeugs. Oh nein, es ist eine Relikt. Lange nicht mehr was. Hemd fehlt noch. Und den Gürtel, genau.
Der Gürtel mit dem Schaden in Prozent erhöhen. Aber der ist eher fürs Tränke trinken da. Also ist nicht so wie wenn wir keine Heiltränke trinken müssten. Wir können eigentlich immer wieder Heiltränke trinken. Stimmt, aber die Taste ist auch nicht so gut gelegen. Somit ständig trinken. Ich denke, der ist dann wirklich nur für Bosse da. Heiltränke dann trinken, sind dann viel stärker wahrscheinlich, oder haben einfach viel mehr Wart. Ja. Falls ihr eben auch noch Lust habt, mit dem Spiel zu beginnen, weniger Items habt. Es gibt einen Wolfbeet, der hat aber schlechte Resistenzen. Ich weiß nicht, ob der gut im Endgame noch spielbar ist mit so wenig Resistenzen. Da müsst ihr die Items einfach nicht so stark einstellen für die Wölfe, sondern eher für eure Resistenzen schauen. Und dann gibt es noch ein Bild, der sag schon wie genau Totems verwendet. Ein Schaman, war aktuell bei LastEpochTools.com. Der ist auch ziemlich gut spielbar, denke ich, im Endgame. Genau, den letzten habe ich auch wegen ein bisschen Langeweile abgebrochen, weil man einfach nicht so schnell vorwärts kam. Also ja. Bestimmte Skillungen. Ich glaube, den, ja, wenn wir wirklich die drei Set-Items haben, oder zwei Set-Items und einen Unique haben, könnte man nur gut vorwärts kommen, aber den mache ich jetzt natürlich nicht. Jetzt haben wir diesen Bild, jetzt machen wir den Bild auch ziemlich hoch und können uns dann wieder entscheiden, mal wieder das anders zu machen. Also, es ist wie eben für mich immer eine lange Zeit, wo ich Charakter spiele, und für euch ist es relativ kurz, nur ein Bruchteil. Da ich eben manchmal auch wirklich, ja, für euch grinden muss und Langeweile haben muss, oder dann wir es spannender haben zum Zuschauen. Genau. Ja, ich könnte es ja euch auch zeigen, aber dann sind ja die Parts, also sind manche Parts, dann doch ein bisschen zu langweilig. So, wir könnten eigentlich noch kurz das mit dem Schatten machen. Den Schiffen. Und ich laufe mal dorthin, wäre der Party schon ein bisschen länger. So. Genau hier. Also jetzt haben wir schon mal hier, und hier brauche ich oben und unten. Und das untere. Das untere geht dann um den Frostfall. Nein, ist doppelt. Okay, ist weg da vorne. Ah, der obere wird doppelt. Ja, okay. Versteckt. Ja. So, cool. Haben wir ein paar Passive reingetan. Hier hat jemand Heu gelagert, weil die so wenig haben. Ja, schon ein schönes Spiel. Ich schaue mir immer ein bisschen die Landschaft an. Schade, man braucht unbedingt Bewegungskäse oder so. Dreifache Bewegungsgeschwindigkeit in Lagern. Einen mache ich mal. Ja, habe ich leider keinen mehr. Muss ich schon noch einen Punkt reinsetzen, aber hier bekommt man nur einen. So, dann. Mir nochmals dorthin. Ja, ich denke, wir machen einen längeren Part wieder, da das Spiel nicht abgestürzt ist bis jetzt. Also noch nicht. Ja, und dabei die Spieler wieder in den Lagern sind, kann man denen ein bisschen zuschauen, was sie für Ausrüstung haben, was sie hingehen. Auch wieder schön. Schön. So. Ja, die Betäubung war zu stark.
denke, jetzt wäre es wieder stabil. Auf das Spiel mache ich auch wieder ein bisschen Livestreams. Vielleicht morgen Abend. Ich bin aber schon den ganzen Tag unterwegs. Ich kann kein Video bringen so. Und ich bringe zuerst das Video und dann noch ein Livestream. Bis später in die Nacht. Hier rasch ich ein bisschen Luft. So interessant hier. Das sind zu viele Spawns. Da hat man sich nur blöde. Ey, man ist ja genug stark. Man muss jetzt gar nicht so viele gegen. Okay. Ein bisschen rushen. Die Kiste muss ich auch nicht nehmen. Die untere Kiste muss ich auch nicht nehmen, die dann rechts ist. Ja. Jetzt, wenn man so einen Teleport-Skill auch hat, kann man da ein bisschen. Okay, es ist gecrashed. Jetzt hier crasht es irgendwie immer wieder kurz. Okay, der Part ist zu lange. Ich mache das im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.